Der Schmetterlingseffekt besagt, dass ein Schmetterling in Brasilien einen Wirbelsturm in Florida auslösen kann. Und es beruht auf der Chaos-Theorie. Aber dieser Schmetterlingseffekt hat auch noch eine viel tiefere Bedeutung, eine viel spirituellere, mystische Bedeutung. Ein Schmetterling, der mit einem Flügelschlag einen Hurricane auslöst. Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass die kleinste Aktion eine riesengroße Kaskade an größeren Ereignissen auslösen kann. Aber übertragen auf unser Leben bedeutet das, dass unsere kleinsten Entscheidungen, unsere unbedeutendsten Gedanken eine große Auswirkung auf die ganze Matrix, auf das ganze Quantenfeld haben können. Nun, lass mich da ein bisschen mal ausholen, weil wir brauchen ein bisschen Hintergrundwissen, um das zu verstehen. Wir denken, dass wir einen Einfluss auf die Welt haben, indem wir grobstofflich, zum Beispiel, ich nehme diesen Stein und lege ihn dahin, grobstofflich eine Auswirkung auf unsere Welt hat, mechanisch. Aber die Realität ist, dass wir eine viel subtilere Wirklichkeit haben. Und das erklärt sich mit der Quantenphysik. Habt ihr schon mal vom Doppelspaltexperiment gehört? Dort gehen und nehmen Physiker Elektronen, schießen sie durch einen Spalt und beobachten das Interferenzmuster auf einem Bildschirm. Also sie schießen kleine Partikel, könnt ihr euch vorstellen, auf dem Bildschirm und sehen, was für ein Muster es da gibt. Aber das Interessante, und ich verkürze es jetzt mal, ich werde das nicht mal so genau ausführlich machen. Das Interessante daran, an dem Doppelspaltexperiment ist, dass sich die Partikel völlig anders verhalten, wenn die Wissenschaftler die Partikel beobachten und wenn sie nicht beobachten. Das heißt, die Partikel wissen, dass sie beobachtet werden von den Wissenschaftlern und verhalten sich dann völlig anders. Und das wirft doch auf die Grundlagen, unsere Grundgesetze der Welt, viele Fragen auf. Zum Beispiel, kann das Universum allein durch unsere Beobachtung verändert werden? Können wissenschaftliche Ergebnisse allein dadurch, dass wir sie ansehen, völlig anders sein? Nun, die Quantenphysik hat durch viele andere Experimente auch belegt, dass wir einen gewissen Effekt auf Quanten haben, dass wir durch unsere reine Beobachtungsgabe feststellen können, dass wir durch unsere reine Beobachtung einen Einfluss, eine Manipulation auf unsere Wirklichkeit haben. Nun, aus was bestehen wir? Wir bestehen aus Quanten. Letztendlich leben wir in der Quantenwelt, auch wenn es uns jetzt nicht so vorkommt. Es liegt daran, dass in unserer Makrowelt, in der wir leben, diese Gesetze subtil sind und implizit. Aber das heißt nicht, dass sie weniger wirksam sind. Im Gegenteil, alles richtet sich nach unseren Beobachtungen aus. Alles richtet sich darauf aus, wie wir Dinge sehen. Und das ist ein wahnsinnig wichtiger Schlüssel zu verstehen. Würden wir diesen Schlüssel, den die Quantenphysik uns geliefert hat, auch wirklich auf die Politik, auf unsere Art zu leben anwenden, hätten wir eine viel bessere Welt, eine viel harmonischere, schönere Welt. Denn wenn wir wissen darum, dass wenn wir etwas Negatives denken, etwas Negatives aufnehmen, sagen wir mal, wir nehmen negative Nachrichten auf und dann wieder diese Gedanken hinaussenden, wir wissen darum, dass diese Emotion, diese Wirklichkeit, die negativ ist, verstärkt wird. Aber was ist der Umkehrschluss? Der Umkehrschluss bedeutet, dass wir in der Lage sind, durch unsere Gedanken, durch unsere Einstellung, dadurch, wie wir Dinge sehen, können wir die Umwelt verändern. Und das ist eine sehr mächtige Erkenntnis. Und diese Erkenntnis sollten wir viel ernster nehmen als das, was wir jetzt gerade tun. Denn wir ignorieren sie. Wir denken, dass unsere Gedanken keinen größeren Einfluss auf die Wirklichkeit haben, aber es stimmt nicht. Und Wissenschaftler haben es schon seit Jahrzehnten bewiesen, dass es so ist. Nun, kommen wir zurück zum Schmetterlingseffekt am Anfang des Videos. Der Schmetterlingseffekt zeigt auf, dass alles sich addiert, alles sich summiert. Der einzelne Flügelschlag des Schmetterlings, der trägt zu einer Windböe bei. Die Windböe trägt zu einer Strömung bei. Diese Windströmung trägt zu einem Hurricane bei. Und letztendlich hat dieser kleine Effekt des Schmetterlings eine Riesenkaskade an Ereignissen ausgelöst. Aber das tun wir jeden einzelnen Tag mit jedem unserer Entscheidungen, mit jedem unserer Gedanken, mit jedem unserer guten oder bösen Worte. Und das ist das, was wir als Menschheit, als Kollektiv erkennen sollten. Das, was wir lernen sollten, besser zu machen. Zu sagen, nein, ich konzentriere mich jetzt nicht auf das Negative, ich konzentriere mich auf das Positive. Ich bin eher ein Optimist als ein Pessimist. Ich bin eher ein liebevoller Mensch als ein negativ schlecht gelaunter Mensch, das eine schlechte Laune an Leuten herauslässt und aber gar nicht weiß, was er damit auslöst. Und auch an dich,
lieber Zuschauer, würde ich den Appell richten, schau mal auf deine Gedanken, schau mal, wie deine Wirklichkeit gestaltet ist. Was glaubst du? Glaubst du an den Weltuntergang? Glaubst du an die Klimakatastrophe? Oder glaubst du, dass wir vielleicht die nächsten Jahre einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung, einen enormen gesellschaftlichen Wandel durchmachen, der alles zum Positiven bringt? Siehst du? Zwei Welten. Beides sind möglich, beides sind im Quantenfeld vorhanden. Beide können wir manifestieren, aber wir müssen uns dafür entscheiden. Wir entscheiden uns aber nur unbewusst, indem wir den negativen Strom unserer Mainstream-Medien folgen, unseren Mainstream-Gedanken weiter replizieren und in diesem Quantenfeld, in dieser Matrix der alten Glaubensvorstellung gefangen bleiben. Wir wollen da hinaus, wir wollen ausbrechen. Und genau das ist der Wendepunkt gerade. Der Wendepunkt in unserer heutigen Gesellschaft ist, dass wir jetzt erkennen, dass wir Meister unseres Schicksals sind, Meister der Realität. Wir sind die Masters of Reality, so wie Black Sabbath in seinem Album ja eigentlich schon angedeutet hat. Ich weiß nicht, ob ihr das Album kennt, aber es ist ein ziemlich gutes Album. Könnt ihr mal reinhören, wenn ihr Rockmusik mögt. Okay, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch das gefallen hat, dann natürlich liked es, lasst ein Follow da und ja, verpasst keine von meinen Videos mehr, denn die sind richtig gut.